Und damit, meine Lieben, willkommen zurück zur nächsten Folge Vermintide 2. Wir nehmen uns hier noch eine Bombe mit. Wir haben einen Trollhammer, der zwei Geschosse abfeuert, aber leider können wir den nicht mehr wirklich nutzen. Und wir haben hier, wie war das, wenn wir Schilde gepanzerten Gegner? Ah, fliegen Metallsplitter weg. Dann müssen wir erstmal einen davon finden. So. Da oben gibt es einen Random Weapon Swap. Unten gab es auch einen Random Weapon Swap, aber bin ich nicht so der Fan davon. Da unten gibt es noch ein Medipack. Dumm, habe ich gar nicht gemerkt. Hat auch keiner in den Chat geschrieben. Muss. Sollen wir? Nee, Schild ist zu gut. Schild ist zu gut. Das möchte ich jetzt nicht weglegen. So, aber. Dann geht's jetzt hier mal los. Trollhammer wird aufgehoben für Finale. Ist zumindest so die Idee. Und dann können wir hier den Rest so lang wegschubsen, temporäres Leben holen. Und wenn wir voll sind, was temporäres Leben angeht, dann können wir erstmal aufhören zu blocken. Ich glaube, wir stellen uns irgendwie hier hin. Ich glaube, das ist eine ganz gute Position. Oh, hier ist noch eine Hochratte. So, genau, geht mal alles auf uns hier, das ist in Ordnung. Oh, wir haben hier Slaanesh-Thingy. Das, Slaanesh, sage ich, Siege. Aber ist ja auch in Ordnung. So, wirklich Sorgen muss ich mir ja nicht machen. Unsere Gromnir-Armor kommt relativ flott hoch. Ich glaube nicht, dass wir da überhaupt sterben können so schnell. Wenn ich ehrlich bin. Wir haben hier Parry, Lightning und sowas. Das ist ja alles richtig gut. Und wir können hier einfach drinnen stehen, um weniger Schaden zu bekommen. So. Und immer mal wieder hier Schildbashes zu machen, um ein bisschen temporäres Leben zu bekommen. So, okay. Der Rest ist hier so gut wie weg. Das ist gut. Aber so Kombos sind halt auch einfach viel zu gut. Gromnir Armor mit 10 Sekunden Abklingzeit und dann halt. Das ist relativ, wie sagt man, und das halt hier, wie sagt man so schön, dass alle genau zurückgestoßen werden, das andere Talent. Was wird hier eigentlich angezeigt? Oh, das ist hier voll für den Arsch alle. Oh. Talenter ist voll in der falschen Reihenfolge. Bei Gruber auch. Das ist ja interessant. Ich wusste ja, dass die sich ersetzen, aber ich dachte nicht, dass die irgendwie in einer anderen Reihenfolge oder so sind. Naja, aber es passt ja. Ist ja in Ordnung. So. Oben ist eine Rattling, an die wir nicht rankommen. Wir können hier nochmal ulten. Nice, nice. Wir sollten noch ein bisschen mehr bei unseren Mates bleiben. Dann kriegen wir ein bisschen mehr Power. Auch wenn ich hinten in der Ecke stehe, ich ja immer am liebsten da unten. Da kann man hier oben die Specials bekommen, muss aber trotzdem aufpassen vor den Hochratten und so, die da runterkommen vor einem. Aber es ist in Ordnung. Aber wir haben gerade echt relativ viel Power. Unsere Axt schlägt einfach hier durch. Ist ja auch interessant. So, okay, nice. Die ist weg. Sehr, sehr nice. Dann sind wir hier in der zweiten oder im dritten Areal hier. Und gleich sind wir oben. Dann kämpfen wir nochmal gegen zwei Monster und dann war es das auch. Ich bleib mal hier stehen. Genau hier. Ist nicht so, als ob die Gegner uns so wirklich viel Schaden machen können. Oh, sieht ein bisschen komisch aus hier, wie kaputt das ist. So. Einfach hier stehen und draufhauen. Wenn wir gehauen werden, ist es nicht wirklich schlimm. Denn die müssen erstmal durch unsere Gromnir-Armor hier durchkommen. Und das bisschen an Schaden, was wir verlieren, bekommen, ist ja auch nicht wirklich dramatisch. So. Ich glaube, ich mache einfach den Angriff hier die ganze Zeit. Und lass mich von denen absichtlich ein bisschen hauen. Ja, ja, kommt her. Stehe hier ganz alleine. Will niemand rankommen. So. Ich finde es gut, dass der eine hier geletscht wurde durch die Blitze. So. Ja, jetzt können die nicht mehr ran, weil. Oh, das ist hier mit dem Metalldingens anders. Ja. Naja. Das war viel zu einfach hier unten. Wir müssen mal gucken, ob wir irgendwo einen Bombentank oder so finden. Das könnte richtig gut sein. Was haben unsere Mates eigentlich? Ach, bei Eli kann ich nicht sehen. Ach, das ist aber ziemlich normales Schwert hier.
Oh, explodierende Fernkampftreffer, wenn es ein kritischer ist. Oh, das ist sehr geil. Aber bekommt ja auch relativ viel Dingens. Wie sagt man? Ich wollte sagen Power, aber Power ist es ja nicht. Kritische Trefferchance bekommt er ja relativ viel. Okay, ja, ja. Ja, komm doch her, Assassina. Ich habe hier keine Angst vor dir. So, wir schubsen mal hier alles weg. Ult mal kurz. Dann holen wir den Assassin hier weg. Okay, ist weg. Nice. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich mich gerade so schön hinstellen soll. Gleich kommt ein Monster, wenn's... Wir sollten Trollhammer benutzen. Es ist egal, was für ein Monster es ist. Sollten uns von irgendwas treffen lassen. Für den kritischen Treffer. Dann haben wir zwei kritische Trollhammer. Ich glaube, das ist ganz, ganz gut hier. Das war kein guter Trollhammer, wenn ich ehrlich bin. Der war es nicht wert. So, was ist das? Schutzwall? Nö. Ja, hier, hau uns. Dann hau du uns. Ja, nochmal, komm, hopp, haut mich. Verdammt. So, okay. Haut mich nochmal. Los, haut mich. Dankeschön. Haut mich nochmal. Dankeschön. So. Naja, ob so ganz geklappt hat, wie ich mir vorgestellt habe, ist die andere Sache. So, mal gucken, können wir uns hier durchpushen? Wo ist der Rattenogre jetzt hin? Er ist hier gerade verschwunden. Da hinten ist er, sehr nice. Ja, ja, komm. Los. Haut mich. Perfekt, dankeschön. So, haut mich nochmal. Sehr lieb. Und dann weg hier mit. Nein. Jetzt müssen wir noch laufen. Das ist so amüsant, wie viel Schaden wir einfach einstecken können. Das ist viel zu amüsant. So, dann müssen wir wieder von da hinten kommen, nicht wahr? Jawohl. Lähmend, mächtig, sonst was. So. Das war unser letzter Trollhammer leider. Wir können mal hier einen Trank trinken. Oh, warte. Das ist kein Trank. Das ist ein Trank. Ups. Ja, kann irgendjemand jetzt den Effekt da mitnehmen? Ja, dann kriegen die Ausweichen hier noch. Das ist doch lieb, nicht wahr? So. Mächtig aber, naja. So ganz mächtig genug ist er dann auch nicht. Denn gleich ist der Minotaur hier schon weg. So, oh, ich komme nicht ran. Ich bin zu kurz. Oh. So, nice, weg ist er. Wir haben ein paar Münzen hier mit. Und dann sind wir sogar so gut wie fertig. Wir können uns jetzt nochmal ein bisschen temporäres Leben hier holen. Weil hier so 30 ist echt ein bisschen wenig. Dann holen wir mal hier die Banner weg. So, nächster Banner weg, sehr nice. Ah, das war schon der letzte. Okay, gut, gut. Gut. Ich muss sagen, Eisenbrecher ist lustig. Mit den ganzen Damage Reduction Talenten müssen wir eigentlich so gut wie gar nicht blocken. Und wir haben ja sogar noch das, wenn wir zu Boden gehen, dann kriegen wir, dann sind wir direkt geheilt und so. Das haben wir ja auch noch. Habe ich ja komplett vergessen. Aber ich möchte auch nicht unbedingt mehr hier zu Boden gehen, wenn ich ehrlich bin. So, aber ich habe nichts dagegen, ein paar mehr Bomben abzubekommen, wenn ich ehrlich bin. Das können die Mates gerne machen. So, wir helfen hier hinten Gruber nochmal. Wir können nochmal hier ulten. Dann gibt es hier nochmal ein bisschen mehr Schaden für unsere Mates. So. Ja, komm noch ein bisschen näher hier. Oh, ich komme gar nicht ran, ich bin zu langsam. So, okay, nice. Nice, nice. War ja sehr entspannt jetzt hier das Ende, muss ich sagen. Ultra entspannt. Gut, dann... Ich bin mal gespannt. Wir haben nicht so viel Schaden gemacht, weil wir halt Eisenbrecher sind. Trollhammer hat halt mitgeholfen, dass wir nochmal ordentlich Schaden machen, aber wirklich viel? Glaube ich nicht. Und ja, die Mokumsbombe haben wir wirklich ja nicht gebraucht. Wenn Elgi die Mokumsbombe geworfen hätte, ich weiß ja nicht, wenn sie Bouncing gehabt hätte, würde er wieder wegfliegen. Das hatten wir ja schon ein paar Mal gehabt. Einmal hat es uns ja sogar den Run gekostet, weil die Mokumsbombe weggeflogen ist, als wir der letzte waren. Naja. Ich hoffe, es war amüsant, dass wir blocken nicht ganz so viel One.
Aber obwohl wir nicht so viel geblockt haben, wir haben doch relativ viel Schaden doch dadurch bekommen. So, schauen wir mal, wie viel Schaden haben wir eingesteckt? Das ist das Wichtigste. 1900 haben wir nur eingesteckt. Okay, das ist lächerlich wenig. Wir haben echt... Ja, okay, wir haben relativ viel Reduction, deswegen haben wir so wenig eingesteckt. Naja, aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge und bis dahin... Tschüss.